Dennis, in der ersten Halbzeit hat Reutlingen aufgedreht, in der zweiten Halbzeit seid ihr stärker gewesen, habt den Ausgleich machen können. Wie bewertest du die Leistung und wie hast du das Spiel gesehen? Das war ein hartes, umkämpftes Spiel. Reutlingen hätte nach der ersten Halbzeit eigentlich klar führen können, beziehungsweise müssen. Aber dadurch, dass wir immer wieder gespielt haben, uns auch versucht haben, haben wir dann in der zweiten Halbzeit unser Tor gemacht. Und ich denke, die erste Halbzeit ging klar an Reutlingen, die zweite Halbzeit war dann ausgeglichen. Und dann denke ich mal, das 1-1 geht in Ordnung. Für euch geht es rechnerisch nicht mehr um viel. Was versucht ihr trotzdem für Ziele zu erreichen, diese Saison noch? Unser Ziel ist es ganz klar, den dritten Platz zu erreichen. Das ist auch das Ziel vom Trainer. Und das versuchen wir als Mannschaft zu verfolgen und zu erreichen. Und dann sehen wir, wozu es gereicht hat. Der Trainer hat ja bekannt gegeben, dass er zum Ende der Saison den Trainerposten freimacht. Wie geht ihr in der Mannschaft damit um? Ja, am Anfang war schon eine Verwunderung in der Mannschaft da, aber wie es halt im Fußball ist, der eine kommt, der andere geht. Der Trainer hat seine Arbeit hier super gemacht, er hat ein gutes Verhältnis zu den Spielern gehabt. Und das ist schon traurig, dass er jetzt geht, aber das ist eben im Fußball so, dass der eine kommt, der andere geht. Ja. Ich habe mit Leuten im Verein gesprochen, die haben gemeint, du hast dich ziemlich gut entwickelt. Wie siehst du deine Entwicklung diese Saison? Ja, die Entwicklung, die habe ich mich nicht alleine gemacht, die habe ich mit Hilfe der Mannschaft durchgemacht sozusagen. Auch die Mannschaft hat mich gut unterstützt, gut aufgenommen und dann fiel mir das auch alles ein bisschen einfacher und ich hatte das Vertrauen vom Verein, vom Trainer und dadurch kam auch meine Leistung zustande. Nächstes Spiel, Offenburger RV, was wird das für ein Spiel? Das wird auf jeden Fall ein hartes Spiel, ein umkämpftes Spiel. Das haben die auch hier bei uns gezeigt, dass sie kämpfen können. Das ist eine erfahrene Mannschaft und ich denke, da müssen wir auch alles reinhauen. Und vielleicht ist unser Torjäger da wieder da, der Dominik Salz, und dann gehen wir das wieder an. Dennis, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.